Schleswig-Holsteinische Geschichte in der Landesbibliothek. Hier lagern Gemälde und Zeichnungen von der Proklamation. Das Hauptbild entstand 1889. Es zeigt die Männer, die wir heute nur von Straßennamen kennen. Beseler, Olshausen, Bremer, Prinz von Nöhr. Frauen waren nicht dabei. Provisorisch ist die Proklamation deshalb, oder die Unabhängigkeit deshalb, weil man so argumentiert, dass in Dänemark der König nicht mehr Herr der Lage ist, dass es eine Revolution in Dänemark gab, ironischerweise genau eine bürgerliche Revolution. Also die Kollegen von diesen Männern hier haben in Dänemark das Gleiche gemacht, was diese Männer tun, aber von den schleswig-holsteinischen Revolutionären wird die bürgerliche Revolution in Dänemark als Angriff auf Schleswig-Holstein interpretiert und sie sagen, bis die Zentralgewalt in Kopenhagen wiederhergestellt ist, übernehmen wir unsere eigene Regierung und bilden eine provisorische Regierung in Schleswig-Holstein. Doch nicht die Erklärung der vorläufigen Unabhängigkeit war Auslöser für den Krieg gegen Dänemark. Es war der Einmarsch von schleswig-holsteinischen Truppen in Rendsburg, der größten dänischen Festung im Land. Der Leiter Jens Ahlers nennt Details. Und da marschieren gerade die Turner auf, ja. Hier schon in Uniform. In Wirklichkeit sind die damals noch in Zivil gekommen und wurden erst in Rendsburg eingekleidet. Die sind doch mit dem Zug bis in die Feste reingefahren. Damals war die Festung niedergelegt, streckenweise, für die Hereinführung der Eisenbahnlinie, die man verlängerte. Das gab ja die Eisenbahnlinie, die Altonaer Strecke Kiel. Ja. Die wurde ausgebaut in Rendsburg und die verlängerte man den Bahnhof, der vor der Stadt lag, hinein in die Stadt. Ja. Und da hatte man noch nicht wieder die ganzen Festungsbauten hergerichtet, so dass der Zug einfach sozusagen reinfahren konnte. Man löste eine Fahrkarte in Kiel und konnte rein in die Stadt. Okay, das haben die auch gemacht, massenweise. Handschriftensammlung, alte Briefe. Sowas wie Aura geht von diesen alten Dokumenten aus. Eine Erfindung des Schleswig-Holstein-Liedes. Das Symbol für die schleswig-holsteinische Einheit, die Doppeleiche. Gibt es eigentlich eine Zuordnung, immer links ist Schleswig und rechts ist Holstein nein, oder umgekehrt? Glaube ich. Sondern beide Eichen symbolisieren die Landesteile. Also im Schleswig-Holstein-Lied 1844 erfunden und dann 15 Jahre, 20 Jahre später hat man dann angefangen, diese Doppeleichen zu pflanzen. Ja, insofern spielt es rein, finde ich, in diese Erfindung von Schleswig-Holstein, dass man sozusagen über auch über eine eigene Ikonografie sich über die Landesgeschichte aneignet. So. Es ist ja auch eigentlich das Bestreben, die Lande zusammenzuhalten zum eigenen Wohle. Da hat man bewusst versucht, dann die Länder unter einem einzigen Herrscher zu einigen. Das ist so der Gedanke schon gewesen von Riepen. Da war es noch eine kleine Minderheit. Mhm. Und das ist auch umgekehrt so gewesen, dass man dieses adlige Bestreben aus wirtschaftlichen Motiven später benutzt hat, um zu sagen, Schleswig-Holstein gehören zusammen. Aber das ist ein Schlagwort, was man dann falsch und dann wurde es falsch umgedreht, wurde dann sozusagen zum Kampf gegen Dänemark und nicht als das wurde ökonomisches ausgenutzt. Genau. Der Kampf gegen Dänemark, die schreckliche Konsequenz der Erhebung, führt mich in die Nähe von Schleswig in das Dannewerke-Museum. Hier steht auch die Waldemarsmauer, ein Teilabschnitt des Dannewerks. Dem Verteidigungswall auch 1848. Nishard ist der Leiter des Museums. Wir stehen vor einer Ruine des größten Bauwerks aus Ziegelsteinen im ganz Nordeuropa überhaupt. 7 Dome, so Größe Schleswig davon, hätte bauen können. Ja. 1848 bedeutet aber eben nicht nur Krieg gegen Dänemark. Symbol dafür die Originalschrift des Staatsgrundgesetzes, der ersten demokratischen Verfassung von Schleswig-Holstein. Es ist die einzige Verfassung der Zeit, die tatsächlich Recht wurde. Jeder Schleswig-Holsteiner hat das Recht, durch Wort und Schrift seine Meinung frei zu äußern. Die Zensur ist und bleibt aufgehoben. Das sind doch schon Errungenschaften. Die Regierung nannte sich selbst insurrektionelle Regierung, die Aufständische. Wie lahm klingt dagegen Koalition des Aufbruchs. Die Spuren des demokratischen Aufbruchs führen mich nach Hamburg. Auf dem jüdischen Friedhof in Ohlsdorf steht das Grabmal von Gabriel Rieser. Rieser war Abgeordneter für die Frankfurter Paulskirche für das Herzogtum Lauenburg. Er war Jude und hat sich für die vollständige Gleichberechtigung der Juden eingesetzt. Erfolgreich, bis die Nationalisten alles zerstörten. Wir sind gleich in Husum. In Husum die Stormstadt. Ja, jeder kennt Theodor Storm als Literaten, aber Storm war eben auch ein politischer Schriftsteller.
er war vor allem politischer Korrespondent in dieser Zeit. 1848 hat ihn sein Freund Theodor Mommsen gedrängt, Autor für seine Zeitung zu sein. Und das war das Sprachorgan der schleswig-holsteinischen Landesregierung. Und so hat Storm in knapp 20 Artikeln immer über die Politik der Zeit berichtet. Im Grunde kann man bei Storm Ähnliches sagen, wie man zu dieser ganzen Wahrnehmung der Revolution von 1848 sagen kann. Er wurde ja vereinnahmt und war der nordische Schriftsteller. Und dass Storm eine ganz andere Geschichte erzählt hat, eine widersprüchliche Geschichte des aufstrebenden Bürgertums, das Leid der Leute dargestellt hat und er selber eben auch eine ambivalente Person war, das ist da nicht gesehen worden, so wie eben die Zeit auch immer vereinnahmt wurde und man hat dann voll den deutsch-preußischen Striemel drüber gezogen und gesagt, das war alles Kampf gegen Dänemark, dass es aber Kampf um Freiheitsrechte war, in wesentlichen Anteilen, das ist darunter dann verschütt gegangen. Und insofern hoffe ich jetzt mit der Entdeckung dieser Historie für Schleswig-Holstein auch Theodor Storm ein bisschen neu zu entdecken heute. Dr. Gerd Eversberg, Direktor des Stormzentrums, zählt eine ganze Reihe von Beispielen auf. Storm immer gegen Kirche, Adel und Preußentum. Das ist Physik. Das hat der Storm im Leben nicht gelesen. Einige Zitate lesen sich wie für die Gegenwart geschrieben. Es ist mir sehr wohl bewusst, dass der überall unausbleibliche Kampf zwischen der alten und der neuen Zeit bei uns ein hartnäckiger werden muss. Diesen sozialen Kampf in meiner Heimat noch zu erleben und rüstig durch das begeisterte Wort mitkämpfen zu können, ist in Bezug auf das äußere Leben mein heißester Wunsch. Die Sommerreise ist zu Ende, fast zu Ende und so fühlt es sich auch an. Ich habe das Gefühl, ich habe das Land echt nicht nur quer und kreuz und quer bereist, sondern auch tief in die Vergangenheit. Heute ist zum ersten Mal ein Zeitungsartikel abgesagt worden, weil die Leute gesagt haben, sie sind zu häufig in der Zeitung, wir haben schon über alles berichtet. Das stimmt natürlich gar nicht. Aber wenn es ein Zeichen bedarf, dass die Sommerreise an ihr Ende gekommen ist, dann war das heute das Zeichen. Und es ist auch okay. Jetzt war genug Geschichte, jetzt muss man sehen, dass man aus der Vergangenheit die Gegenwart versteht und erobert. Und das soll dann jetzt auch in den nächsten Monaten passieren.